sehr nervig. Da darf ich noch nicht. Wird, glaube ich, erst 54%. Krasse Sache. Ich werde die Leiche untersuchen, die ich im Hof der Divinity Church gefunden habe. Da läuft ein Killer herum, der aufgehalten werden muss. Ich habe mein Blatt gedient und alles geopfert. Ich habe Freunde verloren. Denen hat das nichts bedeutet. Also gut. Ich sollte den Kommandanten finden und das zu Ende bringen. Na, suchen wir nochmal nach ihm. Kommident. An alle Einheiten, wir haben einen Checkpoint verloren. Stellungen beibehalten. Batman greift an. Ich verstehe. Das ist jetzt etwas doof. Ich werde die Leiche untersuchen, die ich im Hof der Divinity Church gefunden habe. Da läuft ein Killer herum, der aufgehalten werden muss. Nein! Ivy und die Fledermaus arbeiten zusammen wie die besten Freunde. Held. Es ist nicht einfach, hier lang zu kommen. Mann, diese Stadt ist ein Sauhaufen. Wir brauchen den Joker zurück. Der würde hier für Ordnung sorgen. Joker. Tot. Der ist tot. Das Ding ist da oben. Ein paar von den Jungs haben es gesehen. Aber ohne Zielaufschaltung werden wir es nicht erwischen. Es ist einfach zu schnell. Alfred, ich habe ein viertes Opfer gefunden. Fürchterlich, Master Bruce. Wir können nur hoffen, dass uns das Opfer Aufschluss über die Identität des Killers gibt. Das hoffe ich. Da haben wir etwas. Ach. Diese Wunde ist relativ frisch und wurde zugefügt, als das Opfer noch lebte. Die Abschürfungen auf den Hautschichten belegen, dass ein Tattoo brutal entfernt wurde. Warte, hier. Da. Ah! Hier ist mal die falsche Taste. Diese Narbe deutet darauf hin, dass dem Opfer eine Niere operativ entfernt wurde. Meine Vermutung, das sind alles Entwickler. Eine Platte aus Tantal, eingesetzt, um einen Schädelbruch zu behandeln. Die Verletzung stammt wohl aus einem Boxkampf. Auch die Schwielen auf den Knöcheln lassen darauf schließen, dass es sich um eine professionelle Boxerin handelt. Alfred, das Opfer heißt Ella Montgomery. Es scheint, sie hat ihre Niere einer Zwillingsschwester gespendet, die leider verstarb. Danach verfolgte sie ihre Karriere als Boxerin, wobei sie sich die Schädelverletzung zuzog. Sie verschwand in Huntsville, Alabama. Hast du irgendwas entdeckt, was die Opfer verbindet? Ich kann keine persönliche oder berufliche Verbindung zwischen den Opfern ausmachen, aber jedes verschwand in der Nähe eines Parks oder Sportplatzes. Finde heraus, ob irgendetwas diese Orte verbindet. Sehr wohl, ich kümmere mich drum. Was Alfred alles machen muss. So, haben wir noch was? Nein. Oh, wir haben noch Minen, die wir entschärfen müssten. Ja, wir machen noch eins, zwei Sachen. Das ist jetzt näher. Da ist eine Straßensperre in Riker Heights. Sollen Sie nur Ihre Mauern bauen und die Straßen verminen? Die können Sie nicht aufhalten, Sir. Die Fledermaus! Ah!
So geht's auch viel schneller. Bye bye. Gibt es hier irgendjemanden, der weiß, wie man kämpft? Nein. Die gibt es nicht. An der Perdition Bridge befindet sich ein Milizkontrollpunkt. Damit ist jetzt Schluss. Diese Soldaten machen keine halben Sachen, Master Bruce. Sie haben Schusswaffen und Wachgeschütze. Wie es aussieht, ist der Abgrund runter. Batman hat unseren Plan B auch. Wenn es hier angreift! Das ist dein Ernst. Kannst nichts machen. Sobald du in dem Geschütz stehst, war's das. Ein Rätsel. Was ist tot? Du! Ja, das ist das Letzte, was ich mache. Diesen Stützpunkt einnehmen. Och, du Scheiße. Okay. Das passiert, wenn du dich mit uns anlegst. Du verlierst. Wie soll ich denn da irgendetwas machen? Schauen wir uns nach einem anderen Zugang. Wir brauchen eindeutig einen anderen Zugang. Nein, Robin ist nicht Batmans Sohn. Die Fledermaus! Fahr ihn um! Den Kommandanten finden und diesen Kontrollpunkt ausschalten. Damit doch. Einfacher als erwartet. Ich will das Vieh bekämpfen, ganz egal, wo er sich aufhält. So. Und dann gehen wir jetzt gerade noch um unsere Verbesserung durch. Gehen wir nochmal auf Speed. Oder gehen wir auf Werkzeuge? Da habe ich keine Lust. Technologie. Oh. Dies ist interessant, da kann ich selbst. Ja, brauche ich nicht. Nein. Oh, das Störgerät, ja. Auch nicht. Was ist das? Betäubungsdauer und Reichweite. Kampf. Ich glaube, wir brauchen ein paar mehr Sachen. BA. Bei voller Kombo-Anzeige. Was ist das?
Das nehmen wir mit. Das ist voller Schaden. Gegner. Während es gegen gedrückt halten, dann loslassen zwischen den Schuhen und wir gedrückt halten. Was? Alte Betäubung gedrückt. Okay. Waffen. Okay, na, brauche ich auch nicht. Was haben wir hier? Oh, das ist interessant. Das geht auf 5. Für ja, super Betäubung komm ich auf eh nur mit X. Was haben wir hier? Sprenge die Luft. Na, heben wir uns die 2 Punkte mal auf, oder? Nein, komm, wir nehmen den Radius. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von meiner kleinen Szene. Das heißt, Batman war nicht aufzuhalten, als er durch die Luftschiffe marschierte. Ein paar von den Jungs hatten echt Glück, dass sie überlebt haben. Das ist kein Glück, ich lasse sie leben. Aber wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.